Ja, bei den Freizeiteinrichtungen meinen wir natürlich unsere Hallenbäder. Hallenbäder sind für mich persönlich etwas ganz Wichtiges. Zu einen, damit unsere Kinder das Schwimmen lernen, gehört ja für mich heute auch dringend dazu. Und zum anderen natürlich gerade für auch ältere Menschen, für die entsprechende Bewegung. Da, glaube ich, ist es selbstverständlich, dass wir unsere Hallenbäder erhalten. Die kosten Geld, die kosten sogar viel Geld. Ebenso beim öffentlichen Nahverkehr das Baxi, auch das kostet Geld. Je mehr das Baxi angenommen wird, desto mehr kostet es. Dieses Geld muss der Landkreis bereitstellen und wird selbstverständlich finanziert über die Kreisumlage. Das heißt, die Kommunen werden sich hier auch entsprechend mit beteiligen. Dies ist immer Aufgabe eines Landrats, aber auch des ganzen Kreistages.